Unser nächster Referent ist Dr. Hering. Er ist uns zugeschaltet aus seiner Facharztpraxis für Lungen- und Bronchialheilkunde in Berlin-Tegel. Ein Schwerpunkt seiner Arbeit liegt dabei auf COPD und Tabakentwöhnung. Er ist unter anderem Mitglied in der Deutschen Gesellschaft für Pneumologie und Beatmungsmedizin, hier in der Arbeitsgruppe Tabakprävention, Tabakentwöhnung und hat auch an den S3-Leitlinien Rauchen und Tabakabhängigkeit mitgearbeitet. Wir freuen uns auf Ihren Vortrag. Ja, vielen Dank. Ich hoffe, ich bin zu hören, möglicherweise auch zu sehen. Bekomme ich da irgendein Feedback? Ja, Ton ist gut und Bild auch. Ja, perfekt, super, danke schön. Ja, Frau Pieper, ganz herzlichen Dank für die Einladung. Ich habe so ein bisschen mitverfolgt, die letzten paar Vorträge. Und vielleicht, bevor ich starte, nur ein kurzer Kommentar. Ich bin kürzlich angesprochen worden von einem Hersteller, der gerne E-Zigaretten zur Entwöhnung im Sinne eines Medizinproduktes entwickeln wollen, wobei der Hersteller, so relativ klein wie er dann ist, sich fürchtet vor dem arzneimittelrechtlichen Verfahren, weil ihn das wahrscheinlich kostenmäßig überfordern würde. Aber der Plan, eine E-Zigarette zu entwickeln, um von ihr selbst am Ende dann nach der Entwöhnung von der Tabakzigarette, also auch wegzukommen von der E-Zigarette. Dieser Plan existiert in den Köpfen von Unternehmern, die das auf den Weg bringen wollen. Jetzt aber zu meiner Thematik. Ich bin Lungenfacharzt und das seit Jahrzehnten und auch über das Engagement innerhalb des Berufsverbandes seit Jahrzehnten mit der Tabakproblematik befasst und motiviert für die Entwicklung von Expertise in der Richtung, nachdem ich einfach über die vielen, vielen Jahre sehe, was die Tabakzigarette mit unseren Patienten anrichtet. Und nachdem wir jetzt ganz offensichtlich wissen, dass die E-Zigarette hier einen geringeren Schaden anrichtet, wird sie Teil unseres Repertoires, was wir den Patienten empfehlen. Dabei ist die Frage, wie viel weniger schädlich die E-Zigarette gegenüber der Tabakzigarette ist, für den handelnden Arzt am Sprechstundenschreibtisch gar nicht mal so entscheidend, wenn sie nur klar weniger ist. Um Ihnen nur ein Beispiel zu geben, vorzeitige Todesfälle durch Rauchen haben wir in Deutschland etwa 120.000 pro Jahr. Wenn Sie sagen, ja gut, die E-Zigarette ist nur 5% der Gefahr und wenn ich die E-Zigarette quasi anstelle der Tabakzigarette in den Konsum setzen würde, dann würde ich nur ein Fünftel der Todesfälle haben, dann wären das 6.000 pro Jahr. Also von 120.000 auf 6.000 pro Jahr. Sehr schön und ein erstrebenswertes Ziel. Aber wenn die E-Zigarette auch nur 50% der Gefahr der Tabakzigarette wäre, und sicherlich ist sie viel weniger als das, dann wären wir auch schon bei einer Halbierung dieser vorzeitigen Todesfälle von 120.000 auf 60.000 pro Jahr. Und ich kann Ihnen sagen, andere medizinische Interventionen erreichen viel weniger und werden leichten Herzens akzeptiert. Also hier gibt es aus dieser Perspektive jedenfalls kein Zweifel daran, dass jede Alternative zum Rauchen, die geringer schädlich ist, erstmal willkommen ist. Hier sehen Sie meine Disclosure und ich darf gleich sagen, im Hinblick auf unser heutiges Thema habe ich keine diesbezüglichen Interessenskonflikte. Ein Fokus, der für uns besonders als Lungenfachärzte, aber natürlich auch als Hausärzte im Mittelpunkt steht, ist die sogenannte COPD, also die Erkrankung, die aufgrund im Wesentlichen des Rauchens zu einem schnellen Versiegen der Atemkapazität führt und dann auch zu vorzeitigen Todesfällen. Von den ungefähr 120.000 Todesfällen, die ich eben erwähnt habe, sind etwa 30.000 pro Jahr durch COPD. Das sind ungefähr alle 19 Minuten. Also immer wenn hier der Referent wechselt, dann ist gleichzeitig auch ein COPD-Patient verstorben. Das ist also ein hohes Gefährdungspotenzial und deswegen natürlich ein Punkt, an dem wir ansetzen müssen.
COPD verteilt sich auf verschiedene Schweregrade. Ich will Sie damit nicht zu sehr langweilen. Ich fokussiere mich aber auf Ihrer Seite ganz rechte Säule der schwergradigen und schwerstgradigen COPD-Patienten, die in dem dargestellten Kollektiv hier gerade mal noch 9% sind, also doch relativ wenige. Das sind diejenigen, die kurz davor stehen, auf der Intensivstation zu landen und dann letzten Endes zu versterben. Und bei denen man bei aller Berücksichtigung eventueller Restrisiken dann eben doch sagen muss, alles ist gut, bloß weiter rauchen darfst du auf gar keinen Fall. Und deswegen ist für dich die E-Zigarette möglicherweise die Alternative. Solche Patienten, die also im Alltag auch kleinste Leistungen nicht ohne Luftnot verbringen können, bei denen ist das große Lungenvolumen reduziert durch den entzündlichen Abbau der Atemkapazität auf nur noch die Größenordnung eines Wasserglases, was ich Ihnen hier einfach mal zur Versinnbildlichung daneben gestellt habe. Also die haben tatsächlich nur noch 300, 400 Milliliter Atemkapazität, die sie ein- und ausatmen können, gegenüber normal vielen, ein viel größeren Beträgen von mehreren Litern, je nach Größe und Geschlecht und Gewicht. In der Lungenfunktionsmessung versuche ich Ihnen hier zu verdeutlichen, dass dieses Dreieck, auf das hier die große Lunge zeigt, das erwartete Atemkapazitätsvolumen ist, ohne dass ich Ihnen die Grafik jetzt in der Kürze der Zeit erläutern möchte. Während Patienten mit einer fortgeschrittenen COPD-Erkrankung, COPD steht übrigens für chronisch obstruktive Lungenerkrankung, also obstruktiv, verengend, bedeutet, die Atemwege sind zu eng, dass da keine Luft mehr durchgeht. Und Sie sehen schon, diejenigen, die diese fortgeschrittene Erkrankung haben, die haben wirklich nur noch diese kleine und sofort zusammenbrechende Kurve, auf die das Wasserglas zeigt. Bei denen ist sozusagen die Beendigung des Lebens aufgrund des Versiegens der Atemkapazität unmittelbar bevorstehend. Und wenn Sie sich so einen Verlauf ansehen, dann können Sie das obere Grafik, können Sie das auffassen, als wäre das Ihr Bankkonto, von dem abgebucht wird. Über die Jahre, ja, das ist hier ein Verlauf von etwa 8 Jahren, den Sie gerade sehen, ja, über die Jahre wird die Atemkapazität, da gibt es einen Messwert FEV1, der unser Kennwert, unser Markerwert ist, die werden vorzeitig und schnell abgebaut. Und wenn dasselbe mit den Beträgen auf Ihrem Bankkonto passieren würde, dann sehen Sie, dass irgendwann ein Betrag entsteht, bei dem jetzt ein Minimalwert erreicht ist. Links sehen Sie das Wasserglas, also da ist tatsächlich, pardon, da ist das Minimum an Atemkapazität erreicht und rechts habe ich Ihnen das Symbol für das Versterben hingemalt. Da wird nicht weitergelebt. Wenn Ihr Konto so ähnlich verlaufen würde, dann wäre das der Moment Ihres Bankrotts. Ja. Gleichzeitig messen wir als Lungenfachärzte, das ist unser Privileg, wir messen praktisch immer die Blutgase und messen da als Nebenwert das Kohlenmonoxid. Das heißt, wir wissen, ob der Patient raucht oder nicht, weil sich dieses Kohlenmonoxid im Blut eben hält mit einer Halbwertszeit von 8 Stunden. Das heißt, wir haben in der Regel einen guten Blick darauf, ob der Patient noch raucht oder nicht. Und Sie sehen schon, das ist ein Patient, der immer wieder versucht, mal nicht zu rauchen. So kurz vor 2015 war er mal in der Nähe der kritischen Grenze von 2%, dann 2016, 17. Aber dann ist er wieder rückfällig geworden und entsprechend hat sich die Atemkapazität über die Jahre weiter vermindert. Und erst Ende 2019 ist es ihm tatsächlich gelungen, in dem Fall tatsächlich auf die E-Zigarette umzuschalten. Das heißt, er hat keinen Rauch und kein Kohlenmonoxid mehr inhaliert. Kohlenmonoxid ist hier nur unser Marker, das ist nicht der eigentliche Giftstoff. Ist zwar auch ein Giftstoff, aber nicht der wichtigste. Ja? Der hilft uns nur zu sehen, ob der Patient raucht oder nicht an dieser Stelle. Ja. Und Sie sehen, in dem Moment, wo er es endgültig geschafft hat, ist seine Lungenfunktion in der oberen Kurve jetzt wenigstens stabilisiert worden. Der hat eine Chance, mit diesem Rest an ventilatorischer Kapazität wenigstens noch ein erträgliches Leben fortzuführen. Es kommt also darauf an, diesen Punkt, wo tatsächlich das Ende des Lebens bevorsteht, möglichst vorwegzunehmen und vorher eben nicht mehr zu rauchen, sodass der Abbau der Atemkapazität aufhört.
Ich gehe hier im Interesse der Zeit mal ein bisschen schneller. Was sind die Alternativen? Wir wünschen uns letzten Endes natürlich für jeden, er soll frische Luft atmen. Pardon. Der Raucher anstelle dessen raucht gefährlichen Rauch mit den etwa 4500 toxischen und karzinogenen Substanzen, die er über den Rauch einatmet. Und daneben wird er angezogen durch das Nikotin. Das ist der Magnet am Rauchen. Das ist nicht der Schadstoff, sondern ist der Magnet am Rauchen. Und wir reden darüber, was ist die Alternative E-Zigarette? Ist das eine akzeptable Alternative, ja oder nein? Wir haben unter den Lungenfachärzten in Deutschland, nicht nur in Deutschland, aber hier weiß ich es eben besonders genau, weil ich da auch Teil dieses Getümmels bin, eine beträchtliche Kontroverse, die sagt, ja, wir wollen auf keinen Fall die E-Zigarette raten, weil da gibt es ja auch Schadstoffe. Wir haben es ja eben auch gehört. Allerdings natürlich, wie wir wissen, in niedriger Version. Die Patienten sollen doch bitte nur reine Luft atmen. Aber exakt das ist ihnen verwehrt. Ja, und zwar schlicht durch die Tabakabhängigkeit. Sie sind süchtig geworden und die Alternative, eben zu sagen, nein, ich rauche nicht, ist diesen Rauchern in der Regel verwehrt. Das heißt, sie bleiben dann immer wieder beim Rauchen. Und die Frage ist, ist die E-Zigarette für Sie eine Alternative, ja oder nein? Abrams hat, pardon, das, ich hoffe, dass das Husten gleich nachher ist. Abrams hat in einer Übersichtsarbeit schön das Spannungsfeld, in dem die Raucher sind, hier dargestellt und hat festgestellt, dass einerseits hier das Gefahrenpotenzial eine Rolle spielt und auf der anderen Seite aber vor allem die Frage, wie attraktiv ist denn das jeweilige Produkt, eine dritte Dimension aufgemacht. Und das ist das, was wir sehen und erleben, übrigens auch bei der Debra-Studie von Herrn Kotz, der, glaube ich, Referent ist hier in dem Symposium heute oder morgen, konnten wir sehen, dass die höchste Attraktivität für den Raucher zunächst mal natürlich das Rauchen selbst von Zigaretten oder eben von Verbrennungsprodukten ist, aber dass die Attraktivität von zugelassenen Substitutionsprodukten, Nikotinersatzprodukten, die Sie in der Apotheke ja kaufen können oder die man Ihnen auch verordnen kann, dass diese Attraktivität so gering ist, dass sie spontan nicht gewählt werden. Dass aber die Attraktivität von E-Zigaretten ganz offensichtlich hoch genug ist, dass man sie in Betracht ziehen kann. Und das ist ja einer der Gründe, weshalb wir hier heute zusammen sprechen. Also wünschen wir uns letztlich eine Substitution mit Nikotin, die den Raucher davon abhält, die hohe Zahl an toxischen Substanzen einzuatmen und andererseits aber den Suchtdruck so zu befriedigen, dass er nicht wieder auf die Tabakzigarette ausweicht. Was wir wissen, und dazu hat mein Vorredner jetzt ja eben schon in sehr komplexen Darstellungen gesprochen, was wir aber wissen, ist, dass die toxischen Substanzen für die E-Zigaretten doch sehr viel geringer sind. Und ich habe hier nur diese eine Arbeit, Pars pro Toto, vorgestellt, wo die Carbonyle bzw. die polyaromatischen Wasserstoffe gegenüber der Tabakzigarette doch um Dimensionen niedriger sind. Und es muss hier der Schluss erlaubt sein, dass dann die Konsequenzen der Exposition gegenüber diesen weit geringeren Beträgen eben auch wesentlich weniger gefährlich sind und dass deswegen eine Empfehlung für solche Produkte möglich sein muss. Abrams, von dem ich eben schon dieses Drei-Dimensionen-Modell gezeigt habe, stuft die unterschiedlichen Produkte auf einer Skala der Gefährlichkeit nach rechts mit maximaler Gefährlichkeit und nach links mit minimaler Gefährlichkeit ein und stuft die E-Zigarette, und das Karo geht hier leider an die falsche Stelle,
Wir müssen ein bisschen weiter nach links und unten gehen. Stuft die E-Zigarette in der Nähe der Nikotinersatzprodukte ein, also der medizinisch zugelassenen in der Apotheke verkäuflichen Produkte, frei verkäuflichen Produkte und ganz offensichtlich in der Größenordnung von No-Use. Also ich benutze überhaupt keine Inhalationsprodukte. Ich rauche nicht, aber ich benutze auch kein Ersatzprodukt. Und ganz offensichtlich ist diese Gefährlichkeit auch in dieser Darstellung mit Abstand sehr viel niedriger als die Tabakzigaretten, die uns hier zum Vergleich natürlich immer vor Augen stehen. Eine ganz entscheidende Aussage, und jetzt gehe ich wirklich ins Pneumologische, also ins Lungenfachärztliche, eine ganz entscheidende Aussage ist allerdings, dass geringes Weiterrauchen neben der Tabakzigarette das Potenzial zur Schädigung weiter erhält. Diese Studie, die für uns Lungenärzte quasi ein Paradigma ist und die wir schon seit sehr vielen Jahren haben, zeigt, dass Raucher, die dauerhaft nicht mehr rauchen, den Abbau ihrer Lungenfunktion, also das Versiegen der ventilatorischen Kapazität, in klarer Weise bremsen können. Das ist rechts oben, sind die Sustained Quitters. Während die Continuous Smokers, also die dauerhaften Raucher, mit hohem Tempo die Lungenfunktion verlieren. Und Sie sehen hier dazwischen in der Nähe der Continuous Smokers die Intermittent Quitters, die also weniger rauchen oder immer wieder dann doch rauchen. Und die sind in der Nähe des hohen Verlusttempos. Das ist ein Paradigma, was wir schon lange haben und das, was uns Lungenfachärzte eben auch treibt, wegen der COPD, den Patienten dringend das Rauchen, den Rauchstopp zu raten. Es gibt neuerdings von Oelsner eine große Studie aus den USA, die gezeigt hat, dass diese Studie war, ich bin so gut wie fertig, ja, also okay. Sie schmeißen mich hier schon raus. Danke. Die gezeigt hat, dass auch ein geringes Rauchen von weniger als 5 Zigaretten noch ausreicht, das hohe Lungenfunktionsverlusttempo aufrechtzuerhalten. Ich überspringe jetzt, weil ich schon gedrängelt werde, obwohl ich eigentlich noch Zeit haben sollte, den kardiovaskulären Aspekt, der eine ähnliche Kinetik hat. Und komme zum Ende. Der innere Algorithmus eines Lungenarztes müsste sein, Voraussetzung für die Empfehlung der E-Zigarette, eine hohe Dringlichkeit des Rauchstopps durch fortgeschrittene Grunderkrankung ist gegeben. Also entweder Stadium 4 der COPD oder eine instabile Angina pectoris, wenn ich zum Beispiel ein Kardiologe wäre. Ja? Zweifelsfrei ist erkennbar, dass die Tabakentwöhnung mit normaler, evidenzbasierter Methodik nicht möglich ist. Das heißt, wir versuchen dem Patienten tatsächlich eine vollständige Tabakentwöhnung ohne E-Zigarette nahezubringen. Aber wenn das nicht geht, müssen wir eben Alternativen haben. Drittens, es ist sichergestellt, dass zu 100% auf die Tabakzigarette verzichtet wird. Das waren meine letzten Aspekte, also auf keinen Fall nebenher weiter rauchen. Und viertens, in überschaubar kurzer Frist soll auch die E-Zigarette beendet werden. Ich danke Ihnen für Ihre Geduld.